Dann wollen wir uns mal angucken, wie man das in der Praxis macht. Das heißt, wie kann man in der Praxis das bestimmen? Dazu habe ich hier mal ein Oszilloskopbild dargestellt, wie man so messtechnisch bestimmen könnte anhand so einer Doppelpulsschaltung. Das heißt, hier wieder diese induktiv geklemmte Last. Wir haben da links jetzt eine reale Diode. Das heißt, wir hatten hier eine reale Silizium-Diode mit Reverse-Recovery-Effekt. Tatsächlich haben wir unten dann einen Schalter, als Schalter einen MOSFET, den wir betrachten wollen, im Einschaltaugenblick, Ausschaltaugenblick der Diode. Das heißt, der schaltet ein, wenn vorher diese Diode leitend war. Das heißt, vorher floss hier ein Strom IL durch diese Serienschaltung aus Induktivität und ohmschen Widerstand. Das wäre im Prinzip dieser Maximalwert, den wir hier haben. Das heißt, dieser Wert I bei diesem grünen Stromverlauf wäre nachher der Maximalwert des Stromes, auf den das sozusagen eingeschaltet wird. Und dann ist hier mal dargestellt, wie wir sozusagen die Verläufe haben. Wir sehen hier die Spannung vor dem Einschaltaugenblick hoch. Das heißt, auf diesem Wert dieser Versorgungsspannung. Das heißt tatsächlich, wenn wir uns das angucken, wir hätten hier den Spannungswert UB. Dieser Versorgungsspannung, Maximalspannungswert, dann nimmt an dieser Stelle zuerst der Strom zu, aber Achtung, nicht wie bei einer idealen Diode. Ja, also ich mache es mal ganz kurz gestrichelt rein, bei einer idealen Diode, das wäre der Verlauf für eine ideale Diode, da würde der Strom bloß auf diesen Maximalwert von IL zunehmen und danach an dieser Stelle konstant bleiben, beziehungsweise mit linearer Steigung in etwa zunehmen. Tatsächlich hat diese Diode ein ausgeprägtes Reverse-Recovery-Verhalten und wir sehen jetzt hier an der Stelle diese Rückstromspitze, beziehungsweise diese Ladung, die ausgeräumt werden muss. Das heißt tatsächlich, dieser Unterschied hier ist der Wert IRM für diesen Betriebszustand, der dort auftritt. Um diesen Wert größer wird jetzt an dieser Stelle der Strom des Schalters sein, der hier entsteht. Dadurch kriegen wir hier deutlich erhöhte Verluste, weil dann auch die Momentanverlustleistung größer wird. Das klingt dann hier ab, die Spannung nimmt dann auch ab. Und wollen wir das jetzt ermitteln, können heutzutage viele Oszilloskope an der Stelle über einen mathematischen Kanal zunächst zum Beispiel das Produkt zweier Größen bilden und dann über dieses Produkt integrieren. Das heißt, hier werden wir den Verlauf darstellen. Jetzt hier bei diesem Oszilloskop haben wir dann durch Multiplikation von U mit I dieser beiden Kanäle den Verlauf der Momentanverlustleistung P von T ermittelt. Das wäre jetzt hier das P von T und die Fläche unter dieser Kurve entspricht jetzt der Energie. Tatsächlich hier sozusagen mal von Hand abgeschätzt, moderne Oszilloskope, zumindest wenn die Softwareoptionen gekauft haben, können das automatisch sozusagen ermitteln und können ihnen dann die Energie ermitteln. Und das wäre jetzt hier diese Einschaltenergie, zum Beispiel 0,5 Millijoule an dieser Stelle. Und das müsste man mit der entsprechenden Schaltfrequenz multiplizieren, um dann die anteiligen Einschaltverluste zu kriegen. Macht man das Gleiche dann auch bei dem Ausschaltvorgang, dann können wir hier an dieser Stelle die Schaltverluste messtechnisch bestimmen. Ein kleiner warnender Hinweis an dieser Stelle, die Messung von so Schaltverlusten ist nicht ganz einfach, vor allem wegen der Strommessung, die verfälscht den Schaltvorgang und weil die Spannungsmessung und die Strommessung zeitlich genau übereinstimmen müssen an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen hier, wir haben sehr kurze Zeiten. Eine Division hier sind 50 Nanosekunden, unterschiedliche Laufzeiten, einerseits der zum Beispiel Stromsensors oder auch Kabellaufzeiten vom Oszilloskop-Tastkopf können dazu führen, dass sozusagen diese beiden Signalverläufe zeitlich zueinander verschoben sind und dann misst man natürlich an dieser Stelle großen Mist oder stark unterschiedliche Schaltverlustenergien. Das heißt, solche Ergebnisse muss man mit Vorsicht genießen. Wenn man das vermeiden, muss man über eine Erwärmung, das heißt über eine kalorimetrische Messung, diese Verlustenergien bestimmen und kann das dann etwas besser abschätzen. Das ist also ein Beispiel für diese messtechnische Verlustbestimmung. Jetzt noch eine Ergänzung. In manchen Datenblättern für Halbleiterbauelemente geben die Hersteller Ein- und Ausschaltverlustenergien an. Insbesondere dann, wenn wir Bauelemente haben, die gedacht sind, um in einem Halbbrückenzweig genutzt zu werden und hart abgeschaltet werden. Das heißt, häufig haben wir das bei IGBTs, die im Halbbrückenzweig genutzt werden. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel IGBT mit Freilaufdiode an dieser Stelle zwei übereinander. Einen Halbbrückenzweig hatten wir ja schon beim Schaltvorgang so gesehen. Und dann gibt der Hersteller im Datenblatt zum Beispiel die Ein- und Ausschaltenergien an. Im Diagrammteil des Datenblatts zum Beispiel als so Kurven sehen wir hier in Abhängigkeit zum einen vom Strom mit der Zunahme des Stroms und hier in Abhängigkeit von der Spannung. Und was
man dann nur machen muss, dann kann man sich natürlich diese ganze Abschätzung sparen. Wir müssen dann im Wesentlichen nur Werte ablesen für unsere konkreten Schaltungsbedingungen. Das heißt, sagen wir schalten zum Beispiel 40 Ampere ein und aus, muss man jetzt nur schauen, okay, tatsächlich hier, wenn wir jetzt 600 Volt haben, lese ich dann hier ab, okay, dieser Wert ist meine Einschaltverlustenergie und an dieser Stelle dieser Wert ist die Ausschaltverlustenergie. Und man kann dann natürlich über diese Abhängigkeiten vom Spannung und vom Strom abschätzen, okay, wie nimmt das zu, wenn ich natürlich einen anderen Spannungswert habe, hier nicht 600 Volt, sondern zum Beispiel plus 500 Volt habe, dann wird das etwas kleiner werden. Wie sieht das aus, wenn ich größere Ströme habe? Und dann kann man damit zumindest eine grobe Abschätzung für diese Schaltverluste machen und grob zum Beispiel einen Kühlkörper dimensionieren. Noch eine kurze weitere Anmerkung, das wollen wir dann aber nicht weiter vertiefen, zu zum Beispiel den Ansteuerverlusten. Ansteuerverluste sind die Verluste, wie gesagt, die auftreten, falls wir den Leistungsschalter ein- und ausschalten wollen, die aber durch die Ansteuerschaltung aufgebracht werden müssen. Tatsächlich ein Großteil der Ansteuerverluste entsteht eigentlich typischerweise im Treiber und in dem Gate-Vorwiderstand, wenn wir so MOSFETs und IGBTs betrachten. Warum? Die liefern einen Umladestrom, um hier diese Eingangskapazität umzuladen. Das heißt, tatsächlich haben wir gesagt, MOSFET, IGBT braucht keine statische Ansteuerleistung, aber ein Umladestrom muss fließen, um hier die Spannung von Gate nach Source oder von Gate nach Emitter an dieser Stelle zu ändern. Das heißt, es wird ein Strom fließen und dieser fließt natürlich durch die Vorwiderstände, um den Kondensator zu laden. Und da wissen wir aus Grundlagen der Elektrotechnik, wenn ich hier sozusagen mit einer springenden Spannung einen Kondensator lade, wird Energie in diesen Widerständen umgesetzt, Wärmeenergie. Natürlich der Großteil zunächst mal extern, das heißt die RG extern sei jetzt der Innenwiderstand des Treibers und der externe Widerstand, den wir vorgestellt haben. Tatsächlich die meisten Leistungshalbleiter, MOSFETs, IGBTs, haben auch einen kleinen Anteil an internen Gate-Widerstand, typisch so im Bereich ganz weniger Ohm, vielleicht 1 Ohm bis 3 Ohm, und ein Teil der Verluste wird natürlich hier dann auch in Wärme umgesetzt. Das heißt, tatsächlich muss man sich vorstellen, dass hier sei sozusagen rum der reale Schalter und dieser interne Widerstand ist dort sozusagen mit drin. Das heißt, der eigentliche Gate-Anschluss, den wir haben, der ist hier draußen dran und ein Teil dieser Verlustwärme, die jetzt hier entsteht, wird auch in diesem Schalter umgesetzt. Tatsächlich hängt das ab von dem, wie der Stromverlauf ist. Das heißt, es entsteht eigentlich eine Momentanverlustleistung an diesen Widerständen und ein Teil dieser Momentanverlustleistung wird auch in Wärme umgesetzt. Im Normalfall ist es jetzt aber so, dass wir hier diese Verluste bei MOSFETs, IGBTs vernachlässigen können, unter zwei Bedingungen mehr oder weniger. Wenn diese Kapazitäten sehr klein sind, verhältnismäßig klein. Das heißt, es wird dann interessant, mehr oder weniger, wenn wir sehr, sehr große Transistoren haben, die wir umladen müssen mit Kapazitäten, die dann so effektive Kapazitäten haben, einige 10, einige 100 Nanofarad oder so. Und das zweite ist, wenn wir sehr, sehr hohe Schaltfrequenzen haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel MOSFET schalten mit 5 MHz, 10 MHz oder sowas, dann kann es sein, dass diese internen Verluste eine sehr große Rolle spielen. Da hat man aber auch ganz andere Probleme mit dem Treiber an dieser Stelle. Das heißt, im Normalfall vernachlässigbar, muss man dann nur in Spezialfällen betrachten. Zum Beispiel aber auch, wenn man sehr, sehr kleine Leistungen hat. Das heißt, wenn wir Energy Harvesting haben oder so, dann kann es auch sein, dass hier diese paar Milliwatt, die dort auftreten, eine Rolle spielen am Gesamtenergieverbrauch. Und als letztes noch Sperrverluste. Das heißt, tatsächlich hatten wir hier gesagt, an der Stelle geöffneter Schalter, wenn dort eine Sperrspannung anliegt, viel, viel größer als 0, fließt dort ein kleiner Strom an dieser Stelle. Typischerweise ist dieser Strom im Mikroampere bis Milliampere Bereich und wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt an, die Ausschaltdauer wäre an dieser Stelle im Prinzip 60% der Periodendauer, dann könnte man jetzt mal abschätzen, wie groß ist das. Nehmen wir an, wir haben hier an der Stelle einen Sperrstrom von 1 mA, haben eine Sperrspannung von 1000 Volt. Dann könnte man jetzt sagen, okay, tatsächlich will ich die Schaltverluste berechnen, müsste ich eigentlich so vorgehen wie bei den Leitverlusten. Ich müsste über diese Ausschaltzeit integrieren, die Momentanverlustleistung. Das heißt, hier kann man sagen, okay, PS ist 1 durch T mal das Integral über diesen Verlauf. Nehmen wir an, das ist konstant. Dann habe ich also das Integral über 0,6 mal T, das wäre diese Ausschaltzeit, 1000 Volt mal 1 mA. dt, dann sehen wir hier, was ist das? 1000 Volt mal 1 mA wäre jetzt hier an der Stelle 1 Watt mal 0,6 und dann hätten wir hier an der Stelle 0,6 Watt an Verlustleistung, wobei
das jetzt schon ein relativer Extremfall ist. 1 Milliampere kriegen wir eigentlich bei den meisten Bauelementen nicht. Da sind wir eher im Mikroampere-Bereich. Und wenn man das vergleicht, ein Bauelement, das so einen großen Sperrstrom hätte, hätte vielleicht 10, 20, 30 Watt Leitverluste oder auch Schaltverluste, dann ist das häufig vernachlässigbar. Das heißt, typischerweise wird es sogar noch eine Größenordnung drunter liegen. Das heißt, die einzigen Bauelemente, die eigentlich so im Milliampere-Bereich häufig die Ströme haben, sind eigentlich Schottky-Dioden oder haben relativ große Sperrströme bei MOSFETs, IGBTs oder so, sind ja vielleicht im Mikroampere-Bereich. Und wenn wir dann hier 10 Mikroampere haben, sind wir nochmal um Faktor 100 drunter, sind wir bei ein paar 10 Milliwatt und dann können wir ja sagen, okay, das ist an dieser Stelle vernachlässigbar. Aber tatsächlich könnte man jetzt sagen, okay, die muss man auch mit berücksichtigen.